Lästiges Rasieren. Damit soll bald Schluss sein. Mit Haarentfernungsgeräten für zu Hause. Kinderleicht und angeblich völlig schmerzfrei. Heiß. Haar. Aha. Doch halten die Geräte ihre Versprechen wirklich? Akte-Reporterin Angelika Suri macht den Stoppel-Freitest für alle Dunkelhaarigen. Und Kollegin Vanessa Deubel findet heraus, wie die Haarweg-Methode für den hellen Typ funktioniert. Ich habe meine Beine bislang immer rasieren müssen, und zwar jeden Tag, weil dunkle Haare halt echt direkt nachwachsen und zu sehen sind. Also ich bin ja mal gespannt, ob es bei mir klappt, obwohl ich blond bin und ob man dann in 4 Wochen auch einen Effekt sieht. Also ich hoffe es natürlich. Diese Geräte schicken unsere Reporterinnen in den haarigen Test. Die Luxusklasse unter den IPL-Blitzlampen für satte 349 Euro. Der Konkurrent dagegen kostet nur knapp ein Zehntel, 36,99 Euro. Ist er auch 10-mal schlechter? Hier ist sogar eine Schutzbrille mit im Paket. Teuer gegen billig. Welcher Blitzer befreit am Ende die Beine am besten von lästigen Stoppeln? Die Reporterinnen werden an ihrem rechten Bein das teure und am linken Bein das günstige Gerät ausprobieren. Vorab ist schon klar, ein IPL-Gerät bewirkt weniger bei blonden Haaren, weil sie kaum Melanin haben. IPL ist die Abkürzung für Intense Pulsed Light. Darunter versteht man eine Blitzlampentherapie. Die Geräte verfügen also über eine Blitzlampe, die bis zu 70 Grad Wärme erzeugt. Der Lichtimpuls zerstört damit gezielt die Haarwurzeln. Es sollten danach also keine neuen Haare nachwachsen. IPL-Geräte wirken nicht so intensiv auf die Haut ein wie Laser. Daher können sie auch zu Hause angewendet werden und nicht, wie Lasergeräte, nur in Kosmetikstudios oder Arztpraxen. Dermatologin Miriam Rehbein kennt sich mit professioneller Haarentfernung besonders gut aus und schaut sich für uns das teure und das günstige Testgerät an. Das Gerät hat 2 Aufsätze. Wir haben den großen für den Körper, einen kleinen fürs Gesicht. Wir können auf den ersten Blick verschiedene Stufen erkennen, die einzustellen sind. Bei dem anderen Gerät ist das alles ein bisschen simpler gehalten. Da haben wir erstmal keine Stufeneinstellung erkennbar. Vielleicht später, wenn man es anstellt im Display, das sehen wir dann. Um die Wirkungsweise haargenau zu erkennen, werden die Beine der beiden Reporterinnen unter die Lupe genommen. Es geht los mit Vanessa. Einmal rüber. Du hast natürlich wirklich einen milden Haarwuchs an den Beinen, wie man sieht. Wenn ich jetzt so rübergehe, da ist mal wieder eins, daneben so ganz, ganz feines. Die sind dunkel, das ist gut. Du siehst schon, die haben natürlich Melanin, was auch wichtig ist, damit das überhaupt funktionieren kann. Wie unterscheidet sich der Haarwuchs bei Reporterin Angelika? Ich glaube, bei mir ist ein bisschen mehr zu erkennen als bei meiner Kollegin. Ja, aber das ist auch typisch. Wobei die Voraussetzungen tatsächlich perfekt sind. Die Haut ist schön hell und man sieht richtig schöne, dunkle Haarwurzeln. Wichtig, vor der ersten Anwendung einen kurzen Test machen. So ist schnell zu erkennen, ob die Haut auf die Impulse des Lichtes gereizt reagiert. Ein weiterer Hinweis: Die Geräte nur anwenden, wenn die Haut nicht verletzt oder sonnenverbrannt ist. Außerdem sollte man die Blitzkanonen bei einer Behandlung nicht mehrmals hintereinander auf dieselbe Hautstelle richten. Sonst kann es durch die Hitze zu kleinen Verbrennungen kommen. Bei beiden Geräten sind die Lichtimpulse stufenweise verstellbar. Das Preiswerte hat auf den ersten Blick schon mal einen Vorteil, weil eine Schutzbrille dabei ist. Also bis ich hier durch bin, ist es übermorgen. Also ich bin jetzt fast ums Bein rum. Ja, ich hab Angst. Beide Reporterinnen haben je ein Bein mit einem Gerät behandelt. Jetzt wird getauscht und desinfiziert. Die Intara unterscheiden sich nicht nur optisch, sondern auch in ihrer Intensität. Vor allem bei der teuren IPL-Kanone muss der Winkel stimmen, sonst blitzt es nicht. Vorhin hat es bei mir unten ja gar nicht geblitzt. Ja. Und hier geht das eigentlich ratzfatz. Ja, und irgendwie erkennt er das halt auch nicht immer bei dem teuren Gerät. Ja. Auch wenn die Blitzlichtlampen für zu Hause mit schwächeren Lichtimpulsen arbeiten als die in Kosmetikstudios, haben sie ordentlich Wumms.
Das teure Haarentfernungsgerät hat eine Intensität von 1400 Nanometern. Der günstige Konkurrent ist damit einer Wellenlänge von 1100 Nanometern deutlich schwächer. Die nächsten 4 Wochen wird fleißig IPL't. Dafür treffen sich die Akte-Reporterinnen dreimal die Woche zum Blitzlichtgewitter. Fünf Anwendungen später stellen wir schon ein erstes Ergebnis fest. Je nach Grad, den man einstellt, tut das dann auch ein bisschen weh. Also für ganz Empfindliche ist das nichts, aber man gewöhnt sich, finde ich, auch relativ schnell daran. Oder was denkst du, Vanessa? Ja, ich finde auch, manchmal tut's weh. Ich finde besonders, wenn man so in Richtung Kniekehle oder so kommt, da gibt es so Stellen, da ist es ein bisschen unangenehm. Aber es ist schon gut auszuhalten, wenn man jetzt nicht ganz zart beseitet ist, sag ich mal. Wie viele Behandlungen sind eigentlich nötig, bis der Traum vom haarfreien Bein wahr wird? Ob die Haare wiederkommen oder nicht, ist genetisch festgelegt. Es gibt tatsächlich auch Patienten, die können das 30, 40, 50 Mal machen und trotzdem kommen immer noch Haare. Und es gibt auch solche Patienten, die machen das 3, 4 Mal und sind haarfrei. Unsere Reporterinnen investieren viel Zeit ins Abblitzen. Im Schnitt brauchen beide mit dem günstigen Gerät 4 Minuten am linken Bein. Mit dem teuren dauert es etwas länger, weil es sehr genau auf der Haut aufliegen muss, um an die Wurzel des Übels zu kommen. Ganze 6 Minuten für das rechte Bein. Aber so rein vom Fühlen her, alles gleich. Ja, bei mir könnte es sein, dass es ein bisschen weniger geworden ist, aber es ist jetzt eher so eine gefühlte Sache. Reporterin Angelika besitzt mit heller Haut und dunklen Haaren die optimalen Voraussetzungen für eine IPL-Anwendung. Für Reporterin Vanessa mit ihren wenigen Pigmenten im blonden Haar könnte es finster ausgehen. Ein nachweisbares Ergebnis zeigt sich aber erst bei Hautärztin Dr. Rehbein. Wir starten mit Vanessa. Was hat sich bei ihr nach 4 Wochen und insgesamt 13 Behandlungen getan? Tatsächlich muss man sagen, dass bei dir kein so großer Unterschied zu sehen ist. Weder zu vorher noch zu rechts und links. Ernüchternde Worte für die blonde Reporterin. Wie schaut es bei ihrer dunkelhaarigen Kollegin aus? Das ist schon so, dass wir jetzt sehen können, dass auf dem einen Bein kein so großer Unterschied zu sehen ist. Auf dem rechten Bein, wo eigentlich ja das teure Gerät war. Aber man findet vereinzelt jetzt auch feinere Haare. Und das war ja ganz spannend, auf dem linken Bein waren ja sehr, sehr viel feine Haare, also dieses Borstige war fast verschwunden. Nach 4 Wochen hat der Test bei Reporterin Vanessa und ihrem blonden Haar gar nichts gebracht. Weder mit dem günstigen noch mit dem teuren Gerät. Ihr Versuch war vergebens und ist beendet. Doch für Akte-Reporterin Angelika geht es in die Verlängerung. Vielleicht ist für sie ja aus der IPL-Entstoppelung noch mehr rauszuholen. Eine Person fehlt hier, und zwar meine Kollegin Vanessa. Ich mache jetzt weiter fleißig mit dem IPL-Experiment und versuche herauszufinden, was sich bei meinen dunklen Haaren jetzt noch rausholen lässt. Das Ergebnis sehe ich dann bei Dr. Miriam Rehbein. Aus 4 Wochen werden 4 Monate. 48 Anwendungen später bekommt dann schließlich auch unsere dunkelhaarige Reporterin Angelika ihr Ergebnis. Hautärztin Miriam Rehbein bewertet die Leistung des teuren Geräts. Die sind jetzt rasiert, ne, abgeschnitten, wachsen ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen sind natürlich hier überall Haarwurzeln noch zu erkennen. Es sind so ein paar feinere dazwischen. Aber wenn wir uns die Vorherbilder angucken, würde ich jetzt nicht unbedingt von deutlich weniger sprechen, ne? Kein gutes Ergebnis. Wie schaut es auf dem linken Bein aus? Dort haben wir mit dem günstigen IPL-Gerät gearbeitet. Zum Großen und Ganzen, ich meine, hier sieht man mal so ein bisschen noch 2, 3 größere. Auch in der Summe, muss man sagen, sind es wirklich deutlich weniger Haare und viel feiner. Unser Akte-Selbsttest zeigt, bei dem teuren Gerät gab es weder nach 4 Wochen noch nach 4 Monaten eine Veränderung bei unserer Reporterin. Dafür aber die große Überraschung beim günstigen Außenseiter. Reporterin Angelika hat nach knapp 4 Monaten zumindest ein haarfreies Bein. Dunkelhaarige Frauen, die sich dauerhaft stoppelfreie Beine wünschen, müssen also gar nicht so tief in die Tasche greifen. Man braucht nicht viel Geld, aber dafür umso mehr Geduld.